Ich lasse die Herren bitten. Sie? Sie? Was machen Sie denn hier? Ihr mieses Geschäft mit dem Touristenzentrum mache ich kaputt. Und Sie? Nur ich zeige dem Herrn Präsidenten einen Pfarrer, den er für den Rest seines Lebens nicht vergessen wird. Ja. Meine Herren, es ist zwar Wahlkampf, aber Sie werden sich doch nicht etwa streiten. Bitte nehmen Sie doch Platz. Hm. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Zigarre gefällig? Oh, danke, Herr Präsident. Wenn Sie nichts dagegen haben, nasche ich lieber ein bisschen an meinem Joint. Joint? Ist das nicht, ich meine, ist da nicht Haschisch drin? Natürlich. Aber sonst hätte Ihr Joint keinen Sinn, ne? Wie kommen Sie denn als, als Pfarrer zu sowas? Harry hat ihn mir mitgebracht. Schwarzer Afghan aus der Türkei. Armer Harry, könnte noch leben, wenn ich ihn nicht umgebracht hätte. Wie? Bitte ich. Was haben Sie getan? Naja, also Harry hat in seinem Leben noch nie gearbeitet, nicht? Und ich, Idiot, überrede ihn dazu, beim Straßenbau anzufangen. Nun ja, das war doch sehr vernünftig. Solche Arbeit ist doch sehr gesund. Aber nicht für ihn. Kaum eine halbe Stunde später war es schon passiert. Harry schlief ein, ne? Und fiel kopfüber in den Zement. 3 Tage später haben wir ihn wieder gefunden. Zwischen Salzburg und München, in der Autobahn, Kilometerstein 91. Tja, das ist ja eine sonderbare Geschichte, die Sie uns da erzählen. Oh, ich kenne ja noch viel bessere, zum Beispiel das Ding mit der Waschfrau. Ja, danke, das genügt. Genügt. Also, mir wäre es lieber, wenn Sie uns etwas über Ihr Kinderheim erzählen. Kinderheim? Wieso Kinderheim? Naja, Sie haben doch... Also, Kinderheim, ja. Kinderheim, das ist schnell erzählt, Herr Präsident. Ein paar Räume, nicht? Damit sich die Jungen und Mädchen ein bisschen... austoben können? Moment. Was sagen Sie? Jungen und Mädchen? Mhm. Sie meinen natürlich getrennt. Nee, warum denn? Zusammen natürlich, damit endlich ein bisschen Leben in die Bude kommt. So ein paar Cola rum, jemand, der eine heiße Kanne bläst. Da ist Jahrmarkt im Himmel. Da bekommt man Schmielen auf dem Trommelfell. Der Blitz, Herr, wo bleibt dein Blitz? Mein lieber Präsident, als Geschäftsmann sage ich Ihnen, es gibt nichts, was man nicht verkaufen kann. Denken Sie nur an einen Amerikaner, der von seinem Präsidenten mit Handschlag begrüßt wurde und der sich 5 Minuten später für 10 Cent die Hand schütteln ließ. Das wäre hier wohl kaum möglich. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Wir haben keinen Politiker, bei dem es sich lohnt. Aber wir haben etwas anderes. Wir haben das beste Klima, weit und breit. Nun, in den anderen Gemeinden unseres Landes haben wir wohl dasselbe Klima. Aber wir haben das Beste. Wir waren immerhin gezwungen, unseren ältesten Einwohner zu vergiften, um endlich den Friedhof einweihen zu können. Nicht schlecht, was? Ein kleiner netter Scherz muss auch mal sein. Bringen Sie um mich, erwürgen Sie. Ja, aber das macht doch nichts. Das nützt alles nichts. Ich meine, das gute Klima und so, wenn wir die Weihnachtsgänse nicht herkriegen. Hören Sie, Herr Springer, warum sagen Sie zu den Touristen immer Weihnachtsgänse? Ganz einfach, weil wir sie so ausnehmen wollen. Aber um das tun zu können, muss man sie natürlich erstmal hier haben. Man muss sie anheizen mit ein paar Nahkampfdielen. Ja, mit ein paar Kneipen, Bars und ein paar Kinos, die so heiße Filme zeigen, dass den Leuten die Zahnplomben schmelzen. Ja, danke, das genügt. Ich weiß genug. Nein, das Beste wissen Sie nicht. Ein Spielcasino, in dem Tag und Nacht gespielt wird und in dem die Stadt und das Land immer gewinnen. Verstehen Sie? Ich habe dafür einen Fachmann mit 22 Jahren auf dem Buckel. 22 Jahre Berufserfahrung? Nö, Zuchthaus. Bei mir würde das Land auch verdienen. Die Kinder müssten arbeiten. 10 Stunden, so, was sage ich, 12 Stunden, ohne Unterbrechung. Wie Harry. Harry? Haben Sie das gehört? Ich denke, Harry ist tot. Natürlich, wir haben doch die Asche der Witwe überreicht. Wie kann er denn da arbeiten? In der Eieruhr? Meine Herren, das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Ich habe wirklich nichts gegen einen guten Witz, aber dieser schwarze Humor geht auch wohl zu weit. Tja, es ist besser, wir machen Schluss. Ich danke Ihnen. Vielen Dank und gute Reise. Sie sind ja ein Albtraum. Ich habe gedacht, das überstehe ich nicht. Das Waisenhaus ist im Eimer. Das Touristenzentrum auch. Das wird Ihnen nur noch leid tun. Sie nehmen das Wort aus dem Munde. Ab sofort keine Rücksicht mehr. Ab sofort Kampf bis aufs Messer. Mit allen Mitteln. Mit allen? Mit fast allen Mitteln. Und somit eröffne ich den Berglift und übergebe ihn zugleich als Schenkung der Springer Stiftung an Herrn Oberregierungsrat Puncher für die Gemeinde und für das Land. Danke vielmals, Herr Springer. Sehr großzügig. Ich werde dem Herrn Präsidenten davon berichten. Sehr nett.
Vielleicht eine kleine Probefahrt gefällig, so 20, 30 Meter? Wirklich? Ja, wenn Sie wollen. Bitte? Das Modernste vom Modernen. Ich helfe Ihnen. Moment, so, so. Die Beinchen. So. Fertig, Berglift. Marsch! Alles Gute, Herr Oberregierungsrat. Glück auf und Skihai! Und jetzt halt! Halt, habe ich gesagt! Ja, verstehst du nicht, du sollst anhalten! Es geht nicht, er springt nicht über! Spring ich über? Springen! Sie will springen! Nicht winken! Springen! Wer glaubt denn, wer ist? Die Meinkönigin? Runter! Springen! Runter! Runter! Jetzt! Nicht mehr! Das passiert nur. Du lieber Himmel, wie mit dem Pferd. Er fährt und fährt und fährt. Eine artige Empfehlung vom Herrn Gemahl. Er lässt sich entschuldigen. Er macht nur eine kleine Inspektion. Gestatten? Augenblick. Also Einfälle hat der Alte. Schlüssel! Was für Schlüssel? Vom Maschinenraum, Dummkopf! Maschinenraum, den haben sie selber hergeschenkt, auf einen Kies. Und wo ist er jetzt? Na, der Heine hat ihn eingesteckt. Der Heine macht dich wahnsinnig. Der Trottel steckt den Schlüssel ein und fährt weg. Heute Nacht hat ganz schön geschneit da oben. Nicht ungefährlich bei der Kötte. Sie müssen ihn runterholen, sonst geht er uns ein. Ja, wie denn? Vielleicht mit einem Dietrich. Dietrich? Was, das sagen Sie erst jetzt? Ich glaub, Sie mögen Dietriche nicht. Ich? Ich liebe Dietriche. Christian? Und damit eröffne ich ein weiteres Stück der Autobahn. Mögen Unheil und Unglück dieser Straße fernbleiben und St. Christophorus ein wachsames Auge auf die Autofahrer werfen. Oh. Danke, Herr Bürgermeister. Danke. Bravo. Autobahn ist gut, aber Berglift ist besser. Das würde ich nicht sagen, Hochwürden, aber Springers Berglift ist bestimmt nicht besser. Oscar! Ja, gnädige Frau, der Herr Gemahl wird jeden Augenblick hier sein. Das hat keine Eile, aber wo ist denn unser charmanter Gastgeber? Im Maschinenraum. Oh, oh. Herr Springer! Ja. Wo sind Sie? Ja. Nun sagen Sie schon, wo haben Sie sich versteckt? Sie Schlimme! Ja. Was machen Sie denn da? Warum verstecken Sie sich denn? Der Schlips, aufgewickelt. Man vermisst sie bereits. Lassen Sie uns nicht so lange warten. Gnädige Frau, bitte den Oscar. Mit einem großen Messer. Mit einem was? Ach so, ja, natürlich. Ich werde ihn sofort schicken. Küss die Hand, wenn's wieder geht. Aber eins muss ich Ihnen schon noch sagen. Diese Eröffnung, also eine ganz reizende Idee von Ihnen. Sehr liebenswürdig, gnädige Frau. Aber mein lieber Herr Springer, Sie müssen doch jetzt nicht rot werden vor Bescheidenheit. Das ist nicht wegen der Bescheidenheit, das ist wegen des Atmens. Ach ja, ich habe ganz vergessen, was war es denn noch? Oscar! Ach ja, der Oscar. Ja, aber da kommt er ja schon. Also bis nachher. Geht's gut? Man lebt. Nicht mich, den Schlips. Nicht sprechen. Jetzt müssen die vielen Sternchen weg. Ich hab gedacht, ich bleib weg. Hätte ich bloß die Autobahn eröffnet. Es wäre besser gewesen. Das glaube ich nicht. Autobahn ist bestimmt nicht besser. Das war aber ein extrem kurzes Autobahnstück. Hochwürden. Da muss ich Ihnen recht geben, Herr Bürgermeister. Alfred, warum war dieser Teil der Autobahn so extrem kurz? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Hochwürden. Auch ich war außerordentlich überrascht, als die Autobahn plötzlich zu Ende war. Ja, es war wirklich ganz reizend. Ja, oder da ist er! Wo? Dort oben kommt er! Gebt ihm ein Glas Sekt, er wird bestimmt Durst haben nach der langen Reise. Hoch! Hoch! Bravo. Hoch! Hoch! Können Sie ihn erkennen? Es geht. Wie sieht er aus? Bisschen blau. Du lieber Himmel. Bewegt er sich? Ich meine, sieht man was in seinem Gesicht? Er zuckt mit keiner Miene. Habe der ist steif. Ein Eiszapfen. Ich bring mich um.
ist doch wieder typisch für meinen Mann. Ob im Amt oder privat. Er ist zu faul zum Winken. Mein Heimatland, du bist so wunderschön. Nehmen. Ja. Nehmen. Mein Untergriff. Das ist ja bricht uns. Ja. Herr Oberregierungsrat, um Gottes Willen, können Sie mich hören? Ich... Können Sie mich hören? Herr Oberregierungsrat, bitte sprechen Sie über irgendetwas. Ich flehe Sie an. Nur ein Wort! Armleuchter!